Hallo meine Lieben, willkommen zurück oder neu auf meinem Kanal. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt zu einer gemeinsamen MeTime. Ich möchte euch heute wieder was vorstellen. Das Video ist in Kooperation. Und wenn dich interessiert, was in dieser großen Kiste drin ist, dann schnappt den Kaffee und Keks, wie auch immer. Und nach einem kurzen Intro sehen wir uns wieder. Wie in jedem Video, wenn du neu auf meinem Kanal bist, würde ich mich natürlich über ein Abo freuen. Und wenn dir diese Art von Videos gefallen, wie gesagt, einfach mal in die Playlist schauen. Da ist vielleicht das eine oder andere Video für dich dabei. Ich mache Unboxings, Hauls, Reviews, Schminkvideos, querbeet, wie ich gerade Lust und Laune habe. Und meine lieben Abonnenten, ich habe es geschafft. Ich muss nur gerade hindrehen. Schau es mal. Das ist ja nicht schön. Wir haben ja am Samstag geheiratet. Wir haben jetzt Urlaub und kommen wir gleich hier drehen. Und nachdem wir jetzt momentan noch nicht gleich wegfahren, sondern erst zu einem späteren Zeitpunkt, habe ich jetzt Urlaub und was mache ich natürlich? Ich drehe für euch Videos. Und es sind natürlich am Samstag so viele Pakete gekommen, unter anderem Kooperationspakete von lieben Abonnenten, von ganz vielen anderen YouTubern. Da sage ich nochmal vielen lieben Dank. Ich habe mich so gefreut, ihr könnt euch das gar nicht vorstellen. Auch die Karten, die ich bekommen habe, also war einfach. Ich war eigentlich überhaupt gar nicht nervös, bis dann die Karten kamen. Dann hat es mir ein Vogel ausgehauen und dann, oh ja. Also kommen wir mal wieder zu diesem Video, beziehungsweise zu dem Thema, wo es heute geht. Es gibt auf Instagram eine wundervolle Webseite von Tiziano Design. Ich blende euch da ein Bild mal ein, falls ich das jetzt falsch sage. Und die beobachte ich schon eine ganze Weile. Die haben immer, ich sag mal, so Nippes. Dinge, die die Welt vielleicht nicht braucht, aber die schön sind. Und die jede Frau oder zumindest die meisten Frauen als schön empfinden würden, würde ich mal so sagen. Also das heißt im Endeffekt Keramikdesign, Kerzenhalter, sowas halt. Einfach Lichterchens für den Garten, für die Wohnung, was die Wohnung einfach heimelig macht. Und da habe ich schon so oft gesehen, denke, oh, ist das schön, ist das schön, das ist schön. Und ihr wisst ja, meistens denkt man sich, ach, brauche ich nicht. Aber ihr wisst, hier auf meinem Kanal gibt es ja Überraschungsboxen. Und da denke ich letztens, hä, was ist das? Eine Überraschungsbox? Hallo! Ab zur Heikes kleine Welt. Und da habe ich sie angeschrieben und gefragt, ob sie mir nicht so eine Überraschungsbox mal zuschicken würden. Und Tatsache, das haben sie gemacht. Und ich weiß noch nicht, was drin ist, deswegen packen wir es gemeinsam aus. Ich blende euch, wie gesagt, auch nochmal ein paar Bilder ein, auch auf der Webseite oder auf der Instagram-Seite seht ihr natürlich, wenn die diese Überraschungsboxen haben. Das ist im Endeffekt so, ich sage jetzt mal, es gibt eine Osterbox oder eine Sommerbox, da sind so und so viele Teile drin, das schreiben sie dann auch immer rein mit einem gewissen Beitrag. Und diese Überraschungsboxen, das sind halt keine defekten Produkte, sondern zum Beispiel, wenn die Lackierung nicht hundertprozentig war oder die Farbe nicht hundertprozentig. Also früher hat man B-Ware gesagt, das muss ja nicht schlechte sein, aber da kommst du vielleicht an Sachen, die ein bisschen günstiger sind und kannst dich noch überraschen lassen. Wie gesagt, ich habe noch nicht reingeschaut und dieses Heftchen oder dieser Umschlag war drin, ein Tag an Meer. Jetzt weiß ich natürlich nicht, ob von diesen Sachen da irgendwas drin ist, war oder wie auch immer, kann ich jetzt nicht sagen. Ich finde solche Sachen immer sehr schön als Mitbringsel oder wenn du irgendwo eingeladen bist, als Mitbringsel sozusagen oder wenn du zu einem Geburtstag gehst, was weiß ich, eine Flasche Wein, eine Champagnerflasche und da hängst du irgendwas Nettes dran. Und wie gesagt, hier steht auch nochmal, wo du sie auf Social Media besuchen kannst. Ich verlinke euch alles unten in der Infobox. So, dann schauen wir doch mal. Okay, ich war jetzt schon verschrocken, weil da stand Rechnung. Rechnung ist nicht. Da ist jetzt sogar eine Karte dabei. Time to relax. Sommerliche Grüße an dich. Ich liebe solche Karten ja, ihr wisst es. Da kann man nämlich irgendeine kleine Nachricht dazu schreiben. Und finde ich eine nachhaltige Geschichte, weil, wie gesagt, wenn sie das schicken, dann hast du kurz eine Freude dran und du kannst es dann auch weitergeben. Das finde ich jetzt persönlich sehr schön. Und was hier zum Beispiel auch mit drin ist, das kennen wir von der Tramträderbox. Wir wünschen dir viel Freude mit deiner neuen Lieblingsdeko. Dein Paket wurde mit Liebe gepackt von,
ich würde mal sagen, Kathi. Dann sage ich vielen lieben Dank, Kathi. Wie gesagt, ich habe mich so gefreut darüber. Das war echt eine Überraschung. Und nachdem es an meinen Hochzeitstag gekommen ist, fand ich das richtig schön. Und hier ist auch noch mein anderes Bild auf der Rückseite. Finde ich auf jeden Fall eine personalisierte Geschichte. Ihr wisst, ich mag sowas sehr gern. Ich denke, dass da noch ein Flyer drauf ist oder dabei ist, was denn in der Box drin ist. Nein, hier sind nochmal, was sie da so haben. Schaut mal, das sind so kleine Häuschen. Im Winter mag ich sowas sehr gern. Oder hier, das kann man hinhängen. Sowas mag ich sehr gerne. Oder halt so Tiere. Ich bin ein Fan von sowas, also sowas lasse ich mir auch nicht ausreden. Ich gehe gerne zum Depot zum Beispiel. Ich meine solche Läden, ja. Beachtime Feelings. Okay, Tiziano Design und Emotions. 5 Euro Rabatt für deinen nächsten Einkauf. Schaut, den blende ich euch mal ein. Vielleicht hat ja der eine oder andere Interesse. Ich empfehle einfach immer mal auf die Webseite zu gehen. Mal schauen. Schauen kostet noch nichts, ist aber gefährlich. Aber wie gesagt, ich finde den Shop sehr schön, sehr ansprechend vor allen Dingen. Und ja. Jetzt machen wir weiter. Die Sachen sind auf jeden Fall gut verpackt. Und dann schauen wir mal. Ich denke mal, ein Tag am Meer, da wird irgendwas Farbiges drin sein. Da wird ein Fisch oder sowas drin sein. Oh, und das erste, oh, ist das schön. Und zwar eine Beachmuschel Nummer 8 Turquoise. Schaut's mal. Wunderschön. Also, erstes, also das hat so ein, ich würde sagen, Türkis oder Perlmutt. Also richtig schön, also gefällt mir richtig gut. Habe ich tatsächlich noch nie irgendwo im Laden gesehen, so Schnecken oder sowas gibt es schon irgendwo, aber so diese Art habe ich jetzt noch nie gesehen, finde ich auf jeden Fall farblich sehr schön. Also die sind wirklich alle gut eingepackt und das finde ich sehr praktisch, weil ich habe ja auch ein Tausch- und Trash-Paket oder Gruppe oder bin da in einer Gruppe, da kann ich so eine Sachen immer wieder weiterverwenden und ich finde das auch sehr nachhaltig. Und wenn ich dieses Produkt jetzt öffne oder euch zeige, oh, das habe ich nämlich auch schon gesehen und finde ich so richtig toll. Schaut mal, ein Seepferdchen. Und das Tolle daran ist, es hat Licht. Das seht ihr jetzt wahrscheinlich gar nicht. Das leuchtet. Seht ihr das? Also das ist ja mal richtig schön. Also das finde ich auf der Terrasse einfach schön. Man kann da schön hin dekorieren und abends, wenn man noch gemütlich beieinander hockt, dann kann man sowas einfach richtig schön nochmal dekorieren. Also voll weiß. Bin ich natürlich gespannt, was in den anderen Produkten drin ist oder in den anderen Tütchen. Muss ich mal den Platz schaffen. Und da sehe ich auch was. Jetzt bin ich noch gespannt, ob das wieder mit Licht ist oder ohne Licht. Ich glaube, die haben in diesen Boxen immer nur eins mit Licht und eins ohne. Genau, das ist im Endeffekt, das ist eine Koralle und hier haben sie halt auch geschrieben Seepferdchen, genau, Porzellan, LED. Die Sachen kann man alle einzeln nachkaufen. Das ist so eine Korallenfigur. Wie gesagt, ein Tag am Meer ist das Thema und das passt natürlich dann. Sollten wir in 2023 irgendwann mal unser Badezimmer machen, dann passt sowas natürlich ideal hin. Dann ist es eine Kombi. Ich tue mich, sage ich jetzt mal, persönlich sehr schwer, so Kombinationen zu machen. Ich habe da einfach zwei linke Hände. Ich finde das bei anderen immer schön, wenn die das dekorieren. Aber ich habe da einfach so zwei linke Hände. Das letzte ist tatsächlich in einem Karton. Und ich kann mir tatsächlich jetzt gar nicht mal vorstellen, was das sein soll. Vielleicht eine Kerze oder so. Ich bin ein Kerzenfan. Ich habe jetzt letztens so große gekauft. Habe mich dann an der Kasse erschrocken, wie teuer die sind. Okay. Vielleicht ein Kerzenhalter. Also das ist auch wieder gut eingepackt. Ja. Ich drehe heute übrigens noch die Pink Box. Oh ja. Also wirklich. Passend zum Motto könnte man jetzt hier noch ein Teelicht reinstellen. Also auch richtig schön, gell? Die Farben. Das hat halt auch was Sommerliches und das heißt jetzt Tischlicht, Balena in Cremetürkis. Cremetürkis. Also ich zeige euch nochmal die Produkte. Also die Schnecke oder ja, dann haben wir das Seepferdchen. Dann haben wir die Koralle und wir haben dieses
Tischlicht. Also wenn ich jetzt zum Beispiel sagen würde, ich würde jetzt so eine Box jemanden verschenken als Überraschung, wo man selber auch nochmal eine Überraschung hat, also mega, finde ich richtig toll, weil ich jetzt zum Beispiel würde jetzt nicht in den Laden gehen und mir dieses einzeln kaufen. Weil da wüsste ich gar nicht, wo stelle ich das hin, wie kombiniere ich das. So, klar, man kann da immer alles schlecht reden und sagen, ja, so doof kann man nicht sein auf gut Deutsch, aber ich tue mich da tatsächlich schwer. Ich brauche immer so Inspiration und sage, oh, das sieht schön aus, und das finde ich zum Beispiel auf der Webseite auch sehr schön. Die stellen das dann so ein bisschen zusammen und dann kannst du dir auch dort Inspirationen holen und gehst natürlich gleich auf den Online-Shop. Ich musste gerade auf meine Rede schauen. Also ihr könnt da einfach mal stöbern, mal schauen. Ich kann euch diese Webseite echt empfehlen. Oder eben auch für Geschenkideen, für Geburtstage. Die meisten haben wir doch im Sommer. Und wir sind zum Beispiel jetzt auch am Wochenende eingeladen. Da wusste ich auch noch nicht, was ich mitnehme. Die haben zum Beispiel einen Pool. Dann würde ich natürlich was zu diesem Thema Baden oder Sommerfeeling einfach auch kaufen. Und wie gesagt, da kann man auf der Webseite sich wundervolle Ideen holen. Ist ja jedem selber überlassen. Ich bin halt dieser Typ. Andere machen es halt anders. Und wie gesagt, das sei ja jedem selbst überlassen. Und mich würde interessieren, kennt ihr diese Seite oder auf Instagram diese Seite? Habt ihr dort vielleicht schon mal gekauft? Kauft ihr so ähnliche Sachen oder seid ihr einfach so kreativ, dass ihr mich gar nicht verstehen könnt? Das muss es ja auch geben. Ich bedanke mich auf jeden Fall, dass ihr euch die Zeit genommen habt, diese kurze Me-Time mit mir zu haben. Wie gesagt, ich drehe jetzt noch die Pinkbox. Würde mich freuen, wenn ihr beim nächsten Mal wieder einschaltet. Schaut einfach mal auf meine Playlist. Ich habe heute zum Beispiel hochgeladen das Tausch- und Trash-Paket mit der lieben Nina. Sage ich nochmal liebe Grüße. Und ja, ich wünsche euch einen wundervollen Nachmittag. Bleibt mir schön gesund. Ich freue mich, wenn ihr das nächste Mal wieder dabei seid. Alles Liebe, eure Heike.